Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine große Rauchentwicklung feststellbar. Ein landwirtschaftliches Anwesen, Wohnhaus und Scheune waren im Vollbrand. Starke Rauchentwicklung, die Feuerwehr hat sofort weitere Kräfte nachgefordert. Bis dato haben wir 13 Feuerwehren mit rund 200 Kräften und 30 Fahrzeugen vor Ort. Zunächst wurden Rettungsmaßnahmen in dem Gebäude, waren noch Kinder, die wurden zunächst gerettet. Es sind 4 Personen an dem Rettungsdienst übergeben worden. Die werden momentan rettungsdienstlich behandelt. Ansonsten sind dann sofort die Löschmaßnahmen aufgenommen worden. Zunächst im Bereich des Wohnhauses und dann beim Eintreffen der weiteren Kräfte auch für die weiteren Gebäudeteile. Wir hatten zunächst aus dem Hydranten das Wasser entnommen, aber der in der Nähe vorbeifließende Bach, den haben wir dann mit angestaut und da nehmen wir derzeit mit 2 Feuerwehren entnehmen das Wasser, sodass wir derzeit eine ausreichende Löschwasserversorgung haben. Na, es war also, die Kräfte waren sehr schnell vor Ort, haben wir ausgezeichnet gearbeitet, haben das sofort in Abschnitte aufgeteilt, um so das in Grenzen zu halten. Zur Brandursache kann man noch nichts sagen, die Kripo ist vor Ort und ermittelt. Thank you.